Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, also man schafft es immer noch, überrascht zu sein von Anträgen der AfD-Fraktion. Warum war ich überrascht, als dann heute früh endlich Ihr Antrag vorlag? Da stehen zwei Vokabeln drin, da wusste ich gar nicht, dass Sie die kennen. Kindeswohl und Kinderrechte. Weil Kinderrechte und Kindeswohl haben in Ihrer bisherigen Politik gar keine Rolle gespielt. Nein, doch, Sie haben eine Rolle gespielt. Sie sind die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die sich dezidiert gegen Kindeswohl, gegen den Vorrang des Kindeswohls und gegen Kinderrechte positioniert haben. In allen anderen Fraktionen finden Debatten dazu statt, ob und wie man Kinderrechte im Grundgesetz verankert. Bei Ihnen ist immer klar, Sie sind gegen Kinderrechte. Sie sind gegen die UN-Kinderrechtskonvention und Sie sind gegen Kindeswohl. Was ist eigentlich Kindeswohl? Kindeswohl sagt, nach der UN-Kinderrechtskonvention, die ist geltendes Recht in Deutschland, die lehnen Sie ab, immer wieder in Protokollen verbrieft. Die UN-Kinderrechtskonvention sagt, Kindeswohl heißt, staatliches Handeln muss im besten Interesse eines Kindes passieren. Im besten Interesse eines Kindes passieren. Und genau dieses politische Konzept haben Sie immer abgelehnt und deswegen sind Sie hier völlig unglaubwürdig. Meine Vorredner haben alles gesagt, es geht Ihnen nicht um Kinderrechte, es geht Ihnen darum, dass Sie nach Flüchtlingen und dem angeblich nicht stattfindenden Klimawandel jetzt ein neues Thema entdeckt haben, nämlich die Corona-Leugnung. So, und jetzt komme ich zu den Punkten, wo wir als Linke glauben, die sind wichtig zur Sicherstellung von Kindeswohl und von Kinderrechten. Erstens. Wir brauchen, und das sind, wir sind gerade in Haushaltsverhandlungen, deswegen sage ich das heute ein zweites Mal, nachdem ich es in der Haushaltsberatung schon gesagt habe, wir brauchen dringend eine Fortschreibung der Rettungspakete für die Kinder- und Jugendpolitik, insbesondere für die Übernachtungsstätten und für die Jugendverbände. Die 100 Millionen, die im Nachtragshaushalt waren, die brauchen wir auch im nächsten Jahr ausreichend für 2021, weil Corona am 31.12.2020 nun mal nicht zu Ende sein wird. Zweitens, wir müssen die Interessen der Kinder und Jugend die Kinder und Jugendlichen in den Pandemieplänen mit aufnehmen. Das heißt, in die Pandemiepläne, wo sie nicht stehen, mit aufnehmen. Das ist ein sehr guter Vorschlag der Grünen, den wir uns anschließen möchten, damit sichergestellt ist, in vergleichbaren Situationen zu wissen, was brauchen Kinder und Jugendliche, welche Interessen von ihnen müssen wir berücksichtigen. Drittens. Wir haben hier beantragt als Fraktion Die Linke einen Zuschlag auf die Leistungen nach Hartz IV und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 200 Euro pro Kopf. Da kann man drüber streiten, aber unbestritten ist doch, wir haben mehr Bedarfe, gerade in armen Familien, gerade in denen, und deren Zahl wird gerade größer, die auf Hartz IV angewiesen sind. Gerade wenn dort Kinder leben, gibt es größere und gestiegene Bedarfe. Das wissen wir alle, und deswegen brauchen wir hier einen Zuschlag für die Zeit der Pandemie. Wir müssen die Kinder- und Jugendhilfe fit machen. Kinder- und Jugendhilfe fit machen heißt, wir brauchen endlich ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz, wo klare Standards, gerade für solche Fälle, wie wir jetzt erlebt haben, drin sind, damit es nicht passiert, dass eine Kita wieder öffnen könnte, aber wegen Personalmangel das nicht tut, wenn man nicht weiß, wie man mit der Situation umgehen soll. Deswegen klare Standards in der Kinder- und Jugendhilfe, ein Kita-Qualitätsgesetz. Und wir brauchen, da wissen Sie, Herr Reyert, Ihre Rede hatte 80%, nichts, 80% nichts mit Ihrem eigenen Antrag zu tun. Das können Sie sich wirklich schenken. Letzter Punkt, Herr Präsident. Wir brauchen einen Pandemiezuschlag für die Beschäftigten in den Kitas, in der Kinder- und Jugendhilfe von 25% aufs Brutto, weil die sind dicht am Kind, die machen gerade die risikoreiche Arbeit. Und für die Kinder selbst brauchen wir endlich ihre Rechte im Grundgesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Und schützt. Platte AfD, ne? Es gibt hin und her Zwischenrufe, die sollte man besser nicht kommentieren. Als nächste Rednerin hat die Kollegin Charlotte Schneide-Wind-Hartnagel, Bündnis 90.